Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start und wir sind heute mal wieder unterwegs bei Wobbly Live. Wir gucken uns ein neues Geheimnis an. Wir sind nämlich mal wieder im Pizza-Modus unterwegs. Wir hatten den Job auch schon mal ausprobiert. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, am Ende des Videos ist die Playlist verlinkt. Da gucken wir uns aktuell einige unterschiedliche Jobs von Wobblys Live an. Und da ist mir tatsächlich aus Versehen in der ersten Folge schon aufgefallen, dass da so ein kleines, ja, Easter Egg, verstecktes Ding zu finden ist. Und zwar das UFO. Das UFO ist dafür da, oder beziehungsweise dem UFO versucht man Pizza zu liefern und das versucht dann einem zu flüchten. Und ich wusste nicht ganz genau, woran das liegt, dass mir das irgendwie aufgetaucht ist, ob das vielleicht zufällig zu einem kommt oder sonstiges. Und ja, wenn man, wie ich euch das schon mal gesagt habe, ich mich auch nicht so wirklich von allem, ja, spoilern lassen möchte, ist es halt ein bisschen schwierig, die Sachen rauszufinden. Das heißt, ich habe jetzt erstmal angefangen, den Pizzajob zu machen. Oft. Sehr, sehr oft. Ihr werdet nachher irgendwann vielleicht zwischendurch sehen, wie viel Kohle ich gerade im Moment oder bisher verdient habe. Und das ist wirklich viel. Und gerade jetzt hier beim ersten aufgenommenen Job habe ich richtig, richtig verkackt. Also ihr könnt ja jetzt sehen, es ist auch immer noch Schnee, das heißt, die Aufnahmen sind teilweise schon etwas älter. Und ich habe einfach nicht gecheckt, wieso das Alien nicht kommt. Also es war wirklich super, super lange. Und ich habe nachher herausgefunden, warum. So, hier beim ersten Job habe ich richtig verschissen. Da bin ich nämlich auf die falsche Insel gefahren. Das ist mir aber erst später, ziemlich spät eingefallen. Und jetzt habe ich nur noch eine Minute und 20 Sekunden Zeit, es wirklich zu schaffen, hier die Pizza pünktlich auszuliefern. Das möchte ich natürlich schaffen, ne? Hier nochmal schöne Barrel Roll gemacht. Schön die Weihnachtsmänner, Schneemänner natürlich eingesammelt. Das ist super wichtig gewesen, weil man dadurch unterschiedliche Weihnachtsoutfits sich farmen konnte. Und ich habe das mit den ganzen Zuckerstangen nicht so gut hingekriegt. Deswegen habe ich das hier mit den Schneemännern umso häufiger darauf geachtet, dass ich das auch wirklich hinkriege. 50 Sekunden, bis der Job abläuft. Also ihr werdet jetzt gleich sehen, wie viel Geld ich für diesen Pizzajob kriege. Und ihr könnt ja auch ungefähr errechnen, wie schnell ich das schaffe. Das sind so jetzt 2 Minuten 36, die ich jetzt für diesen Job gebraucht habe insgesamt. Und ich glaube, man kriegt in der Regel zwischen 20 und 50 Dollar. Das ist normalerweise so die Regel. Meistens, wenn man mehr als eine Pizza abgibt, ein bisschen mehr. Und die Strecke macht tatsächlich auch das Geld. So, ihr seht hier den Leuchtturm. Wir müssen es noch schaffen, aus diesem Lastwagen, den ich extra für diese Challenge hier genommen habe, damit ich eben das Geld und das Essen immer hier gut durch die Gegend tragen kann. Und wir haben es gerade eben so geschafft. Das war so knapp. Ich spule euch oder ich schneide euch jetzt die Sachen einfach mal zusammen, wie oft oder einige von denen, wo ich den Job abgegeben habe, spule ich euch hier einfach mal zwischendurch zusammen, so dass ihr seht, wie viel Kohle ich dann innerhalb von dieser einen kurzen Session, ich glaube, das waren so insgesamt eine halbe Stunde, die ich das gespielt habe, da habe ich schon ordentlich Kohle gemacht und ich habe das immer und immer wieder wiederholt und immer und immer wieder wiederholt und immer und immer wieder wiederholt. Ich hätte natürlich zwischendurch einfach mal hingehen können und hätte im Internet nachgucken können, aber wir haben gesagt, wir lassen uns nicht spoilern. Die einzigen, die mich spoilern dürfen, seid ihr in den Kommentaren. Das heißt, habt ihr irgendein cooles Easter Egg oder so, was ich auf jeden Fall machen soll, schreibt mir das ruhig in die Kommentare, das ist in Ordnung. Ansonsten, ich werde mich nicht im Internet spoilern lassen oder zumindest nicht versuchen, spoilern zu lassen. Ja, und vielleicht kommt jetzt tatsächlich auch in den nächsten paar Tagen nochmal ein anderes, größeres Wobblys Live-Video, wo ich eins der, oder wahrscheinlich sogar das schwerste Easter Egg überhaupt finde. Aber das werde ich euch dann erzählen. So, jetzt hier, das ist auf jeden Fall erstmal, glaube ich, unser letzter Job. Ich habe auch ein paar von den Zuckerstangen tatsächlich mit in den Lastwagen getan, weil, why not? Wenn man doch so oder so schon dabei ist, kann man natürlich auch hier ein bisschen Cash noch eingrabben. Und jetzt kommen wir in diese Szene, wo wir wirklich das UFO finden. Und zwar habe ich mir dafür schon einen Helikopter besorgt.
Das ist nämlich dann deutlich einfacher, dem UFO irgendwie zu folgen. Und das UFO, das erkennt ihr daran, dass ungefähr so 10 Minuten ihr Zeit habt für diese Challenge, beziehungsweise für die Aufgabe. Und es ist genau um 12 Uhr. Ey, das, ohne Witz, ich habe das um jede Tageszeit versucht und habe dann nochmal rekonstruiert irgendwann und habe darüber nachgedacht, ey, wann hast du die Aufnahme eigentlich gemacht für den Pizzajob? Und das war fucking nochmal ungefähr 12 Uhr. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, das kann nicht wahr sein, dass das wirklich zeitlich gebunden ist. Und ja, sieht wohl so aus. Es ist zeitlich gebunden. Und dadurch kriegt man ein richtig cooles Ding. Ein richtig, richtig cooles Ding. Ich meine, das UFO ist so oder so auch ziemlich cool. Das kann man wohl irgendwie auch freischalten. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich ungefähr vorstellen, was man dafür kriegt, wenn man das UFO macht. Na, was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Falls ihr es schon wisst, auch wenn ihr raten wollt, schreibt es auch dann in die Kommentare. Auf jeden Fall wollen die gerne eine Pizza haben. So, jetzt bin ich hier, schlau wie ich bin, mit dem Helikopter in das reingeflogen. Ja, der Helikopter ist zerstört. Und ich habe eigentlich gehofft, dass ich die Pizza noch kriege. Und ich habe sie noch gekriegt. Alter Schwede. Sonst hätte ich noch einen Tag warten müssen. Und dann habe ich gehofft, vielleicht schaffe ich es mit der Pizza ins ins Raumschiff. Nein. Das geht leider nicht. Schade. Aber wir haben das Alien-Outfit damit freigeschaltet. Na gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit ihr nichts mehr verpasst, natürlich auch die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ja, ciao.